Uhr. Hallo YouTube, hallo Instagram, wie geht's euch? Heute mal wieder zwei Stunden früher. Letzte Woche waren wir ja um 20 Uhr live gewesen, jetzt mal 18 Uhr wollten wir ein bisschen früher machen. Vielleicht gibt es ja schon Feierpläne fürs Wochenende und die wollten wir natürlich nicht mit unserem Stream durchkreuzen. Lasst doch mal ein Like da, wenn ihr was hört. Wenn alles gut ist, wir haben jetzt mal hier, ihr seht es hier auf YouTube besser, ein neues Mikrofon am Start. Ähm, die letzten Male hatten wir ja Soundprobleme, das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Und ähm, ja, die haben wir jetzt behoben mit besserer Qualität. Schauen wir uns mal an. Manchmal unterbricht der Sound, dann am besten schreit ihr direkt in den Chat rein. Dann können wir das Ganze auch ähm, ja, nochmal resetten und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Okay. Also, worum geht es heute? Es geht heute mal wieder um das Thema ETF. Wir haben uns gesagt, wir machen jetzt mal ein paar Livestreams zum Thema ETF, um ähm, ja nochmal ein bisschen in so einem längeren Format zu zeigen, ähm, wie das Ganze funktioniert, ein bisschen die Angst zu nehmen und dann ja die Möglichkeit zu geben, das Ganze selbst umzusetzen. Im Endeffekt, ja, die, die unseren Kanal schon seit Anfang an verfolgen, für die wird es dann vielleicht nicht unbedingt immer was Neues dabei sein, aber es wird auf jeden Fall von vielen Leuten geschätzt. So, also genau, wir wollten heute in das Thema ETFs noch mal ein kleines bisschen reinschauen, wie ähm, ja, was sind so ETF-Namen? Die sind ja immer relativ kryptisch. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, aber wir haben da noch mal ein paar Anmerkungen dazu. Wir wollten mal in ein Factsheet reingucken, ähm, wie das Ganze aussieht, ein bisschen komplexer aufgebaut. Wir gehen da jede einzelne Linie durch, sodass ihr mal versteht, was da tatsächlich dahinter steckt. Und ähm, ja, schauen wir uns mal an, wie das. Äh, vielleicht habt ihr dann auch Fragen. Also, die ersten, ja, sagen wir mal, 20, 30 Minuten werde ich ein bisschen Monolog machen. Dann zeige ich euch ein bisschen so die Dinge, die ich euch zeigen wollte. Wir haben auch mal wieder ein paar Slides vorbereitet. Und ähm, genau, vielleicht kurzer Hinweis für Instagram: Die Slides findet ihr auf YouTube. Also, dort übertragen wir die. Das geht hier leider nicht. Vielleicht drehe ich nachher ja nochmal die Kamera um, dann könnt ihr mit reinschauen. Aber ähm, an sich geht es eigentlich ganz gut. Okay, da schreibt jemand, Stimme und Bild sind nicht synchron, Arno? Arno? Stimme und Bild nicht synchron? Doch, synchron? Leicht asynchron, aber... Okay, alles klar. Ähm, leicht asynchron, okay, sorry, dafür versuchen wir ähm, zu beheben. Alles klar. Gut, gehen wir doch direkt einmal in die Slides rein, wenn ihr das möchtet. Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Steigt die Zuschauerzahl noch? Ja, so ganz leicht. Ah, ich sehe schon, ihr kriegt hier schon die ersten Fragen rein. Ich kriege hier schon die ersten Fragen rein. Okay, alles klar. Ähm, hebt die Fragen doch für später auf. Arno sucht sich so die interessantesten raus, die auch so zum Thema passen. Und ähm, genau, dann behandeln wir die alle so am Ende vom Stream. Ist halt einfach ein bisschen leichter. So, also, dann... Steigen wir mal um in die kurze Präsentation. Also ETF-Begriffe und das Thema Factsheet und die ganzen Dokumente, die man so beim ETF-Kauf sich anschauen kann. Das ist ja zum Beispiel, also das ist das Factsheet, das ist der Jahresbericht, das ist der Halbjahresbericht, was gibt es noch? Äh, Informationen für Investoren und solche Dinge. Zunächst einmal möchte ich aber nochmal hier kurz zusammenfassen, wie setzt sich denn so ein ETF-Name zusammen? Also es gibt ja so verschiedene Bestandteile. Wir haben uns hier zum Beispiel mal den X-Trackers MSCI Emerging Markets USITs, ETF 1C herausgesucht. So, und für die, das jetzt zu kryptisch ist, haben wir das Ganze natürlich auseinandergenommen. Am Anfang hat man in der Regel immer den Namen vom entsprechenden ETF-Anbieter. Ja, Das ist in diesem, in diesem Fall X-Trackers, gibt aber auch noch verschiedene andere. Ja. Dann kommt der Index, also der Index, auf den man sich bezieht, auf den sich der Index bezieht, der hier abgebildet werden soll. Dann kommt ähm, meistens was zum Thema Rechtsform, Regulatorik, also was eine Art von Fonds ist das. Und dann weitere Merkmale, die man hinten dran hängen kann, was das ist, das schauen wir uns auch gleich an. Also ETF-Anbieter, da gibt es ja ähm, zu Genüge. Der größte ist der hier unten, iShares. Dann gibt es noch hier die Franzosen Amundi und Luxor. Ein deutscher ETF-Anbieter ist X-Trackers von der Deutschen Bank, aus der Schweiz die UBS und aus Großbritannien HSBC. Aber natürlich gibt es noch viele, viele andere. Hier zum Beispiel State Street Global Advisory, Spider, SPDR. Ja, es gibt jede Menge, wie gesagt, ETF-Anbieter, und im Grunde spielt es auch keine große Rolle, bei welchem ETF-Anbieter man ist, sondern man muss sich den ETF genauer anschauen. So. Was gibt es dann noch? Also als nächstes kommt dann der Index im entsprechenden Namen, also zunächst einmal habt ihr den ETF-Anbieter, das heißt, ihr wisst, bei wem ihr quasi einkauft, beziehungsweise bei wem ihr äh, ja, euer Geld investiert, bei kaufen tut ihr das Ganze ja meistens über die Börse, also über einen Broker und der macht das Ganze über die Börse und ähm, dann, ja. Die wichtigste Information kommt dann eigentlich und das ist, äh, welcher Index abgebildet wird. Es gibt ja verschiedenste Indizes, die die am häufigsten bei uns hört, das ist ja in der Regel MSCI World und MSCI Emerging Markets, MSCI ACWI, aber es gibt genauso gut die ganze FUTSI-Familie, FTSI, FTSI All World und so weiter. Sehr bekannt in Deutschland ist auch der DAX. Es gibt auch viele ETFs auf den DAX, auf den MDAX, den S-DAX, dax also die ganze DAX-Familie. Ähm, was haben wir noch? Stocks. Stock 600 gibt es, äh, S&P, S&P hat jede, also Standard Poor's hat jede Menge Indizes und äh, genau, das heißt der zweite Teil von so einem ETF-Namen sagt mir, welchen Index ich abbilde und ähm, welche Märkte, oh, jetzt habe ich das angeklickt. Und welche Märkte? Also ein Index kann verschiedene Regionen abbilden, zum Beispiel eine geografische Region wie zum Beispiel jetzt Deutschland oder Europa oder noch eine spezifische Region Osteuropa oder sowas in der Richtung. Dann können verschiedene Branchen abgebildet werden, zum Beispiel MSCI World, Automotive, MSCI ähm, ähm, Chemical Industries, ähm, was auch immer. Also es gibt also ja, alle möglichen Branchen kann man über ETFs abbilden. Ja, Rohstoffe, genau dasselbe, das sind in der Regel ETCs. Das sind keine echten ETFs, sondern geht über ETCs, die mit Future-Kontrakten abgebildet werden, in der Regel. Ähm, genau, die entscheiden sich. Ähm, genau, dann kann man noch zum Beispiel Schwerpunkte festlegen. Also es gibt sogenannte Anlagestrategien, die umgesetzt werden können, wie zum Beispiel, wenn man sich auf einen Index bezieht, der einen besonderen der zum Beispiel eine Faktorstrategie fährt oder besonders nachhaltige ETFs, ja, zum Beispiel wenn ihr ESG oder SRI habt, dann kann es auch noch die Möglichkeit geben, dass es ETFs gibt, die inverse, also Short-ETFs abbilden und so weiter. Also all das kann im Indexnamen drin stecken. Genau, dann habt ihr die Rechtsform, da will ich eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen. Das könnt ihr euch hier gerne mal durchlesen, was das bedeutet. Aber im Endeffekt bedeutet dieses USITS oder im Französischen ist das CCAF oder vielleicht ähm, kennt ihr auch die englische Version OEIC. Das sind ähm, die Rechtsformen für die entsprechenden ETFs. Und. Ähm, die besagen, also diese Rechtsform ist eigentlich sehr wichtig, aber in der Regel sind alle, also alle ETFs, die ihr in Deutschland kaufen könnt, unterliegen diesen Gesetzmäßigkeiten. Und es ist deswegen wichtig, weil hier die regulatorische Basis gesetzt wird. Zum Beispiel, also was hier ganz wichtig ist, ist das Thema äh, Sondervermögen. Ja? Undertaking, also zum Beispiel jetzt hier mal USITS, Undertaking for Collective Investments. Collective Investments ist im Endeffekt ein Fonds, ja? gesammeltes, gesammeltes Vermögen. And uh, transferable securities, transferable securities ist halt liquide, ja, also ähm, das ist äh, übertragbar ist. Und collective heißt an dieser Stelle, ähm, ja, also gemeinsam, das habe hab ich ja schon gesagt. Und was halt wichtig ist, ist, dass wenn es hier diese, eine dieser drei Rechtsformen ist, es gibt auch noch andere, ich glaube in Deutschland heißt es OW irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, postet es gerne mal unten in den Chat, oder hier in YouTube auf der Seite in den Chat, wenn ihr wisst, wie, diese, wie, die, wie das deutsche Äquivalent heißt, was nicht mehr, also kaum mehr benutzt. Also ich habe es super selten gesehen, vielleicht wird es auch gar nicht mehr benutzt. In der Regel sind es meistens Usits. Und ähm, ja, was besonders wichtig ist, ist diese Regelung des Sondervermögens. Das bedeutet, dass euer Geld ähm, als Sondervermögen vom ETF-Anbieter aufgehoben wird. Das bedeutet, wenn einer dieser ETF-Anbieter, die wir hier auf dieser Slide gezeigt haben, pleite gehen sollte... Zum Beispiel, ihr habt einen Luxor-ETF gekauft und Luxor sollte pleite gehen, dann ist das Geld, was in diesem ETF drin ist, Sondervermögen. Das bedeutet gesondert gesondert aufgehoben. Alles gut? Hallo? Ich kann auf Instagram auf das Ding Ich weiß nicht, ob du es schon hast, ähm, ja. Na, es ist, ist ein bisschen schwierig. Aber ist auch, ist auch nicht so... Ja, sorry Instagram, ich kann jetzt keinen kein Screenfilm machen. Ich guck mal, vielleicht kann ich das, vielleicht kann ich gleich umstellen. Okay, gut, und der letzte Teil von so einem ETF, das sind dann weitere Merkmale und da kann man eigentlich beliebig viel reinschreiben. Ja? Also wir haben jetzt hier beispielhaft einfach mal ein paar Merkmale reingeschrieben. Ähm, zum Beispiel DIST, was für Distributive steht, das ist also ein ausschüttender ETF, ACK, was für Accumulative steht, das ist also für einen, ähm, für einen thesaurierenden ETF, also der quasi seine Dividendeneinnahmen ähm, wieder reinvestiert. Genau so sieht man zum Beispiel bei X-Trackers 1C, 3C, 1D. Das C steht für äh, Accumulative oder Compounding, eins von beiden, ich weiß nicht mehr welches. Auf jeden Fall weiß ich, dass durch dieses C ist es ein äh, Tesaurierer und D steht für Distributive. Dieses 1 und 3 müsste ich nochmal nachlesen, was das genau heißt, aber das kann jeder ETF-Anbieter beliebig selbst machen. Ja? Diese Zusätze kann er, kann, er, kann er bestimmen, wie er das möchte. Manche schreiben auch zum Beispiel die Replikationsreihen. DR steht für Direct Replication, also für physische Replizierung. Andere schreiben zum Beispiel auch direkt Swap in den entsprechenden ETF-Namen rein, wenn es sich um einen Swap-ETF handelt. In manchen Ländern hat man hier äh, diverse Vorteile, wenn man in Swap-ETFs äh, investiert. Von daher wird dann direkt Swap in den Namen mit reingeschrieben, um klarzumachen, das ist ein Swapper. Ähm, genau. So, dann ähm, haben wir noch verschiedene Zusätze. Total, also TR steht für Total Return. Uh, GR für Gross Return, NR für Not, Net Return, das ist ein bisschen komplizierter nochmal. Das ist die Frage, auf welchen uh, Index bezieht man sich? Also Total Return ist inklusive den D D Dividenden, Gross Return ist uh, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht mehr, Ex-Dividende und oder ich weiß nicht mehr, ich müsste es nochmal nachlesen. Und Net Return ist, dass hier eine Quellsteuer unterstellt wird. Ja? Total Net Return, pf, das müsste nochmal nachlesen. Also, das tut mir wirklich leid. Da haben wir was reingeschrieben, wo ich vorher nicht richtig gegoogelt habe. Sorry. Ähm, X gibt es auch immer. Also, ihr habt zum Beispiel so also ETFs: Pacific X Japan. Dann habt ihr zum Beispiel investiert in die Pazifikregion ohne Japan. Das kann zum Beispiel deswegen Sinn machen, wenn ihr Japan ausschließen wollt, weil es zum Beispiel schon ein großer Teil in einem Industrieländerindex ist. Oder beim nachhaltigen Investieren seht ihr auch ziemlich viel Ex, zum Beispiel Ex Oil and Gas, ex, ähm, ex tabacco X, äh, ähm, wie, wie heißt das nochmal, ähm, Waffenindustrie. <laughs> wie heißt das nochmal? A Defense, Ex-Defense, genau. Solche Dinge gibt es. Und X heißt dann, wie gesagt, immer, es wird etwas ausgeschlossen, also entweder ein Land oder eine Region oder ein Thema, eine Branche, was auch immer. So. Vielleicht habe ich damit schon mal ähm, den ersten, das erste kleine Licht in den äh, Dschungel gebracht. Sagt man das? Das Licht äh, ins Dunkle gebracht? Vielleicht eher. Und ähm, ja, jetzt möchte ich mir mit euch mal verschiedene ETFs angucken oder beziehungsweise mal durchgehen, wie man sich denn seinen entsprechenden ETF sucht. Wir benutzen hier meistens die Plattform ähm, JustETF. Deswegen habe ich es hier oben schon mal aufgemacht. Wir sind hier also auf Just ETF, auf dem ETF-Finder, den, den findet ihr hier, wenn ihr auf ETF suchen geht und dann, also hier ETF-Suche und dann nochmal ETF-Suche. Und ähm, ja, hier habt ihr eine richtig, richtig gute Datenbank mit über, na, ich wollte es jetzt hier zeigen, mit über 1400 ETFs, die ihr, in die ihr investieren könnt in ähm, Deutschland. Und dann habt ihr hier jede Menge Filter, womit ihr euch die richtigen raussuchen könnt. Also hier zum Beispiel sind jetzt mal alle aufgelistet, wir filtern die jetzt gleich mal, aber hier zum Beispiel ATX. Das ist der DAX von Österreich, wenn man so möchte. Ja, und dann habt ihr hier zum Beispiel einen ComStage ATX. Der wird vermutlich bald umbenannt werden in Luxor, weil ähm, ja, ComStage ja von Luxor gekauft wurde vor etwas weniger als einem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und so könnt ihr dann beliebig runterscrollen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Was uns interessiert, wir machen jetzt mal die Filter an. Und wenn wir hier auf Aktien klicken, sehen wir hier 1000 Aktien-ETFs. Dann können wir hier nochmal weiter filtern und zum Beispiel hier die Region uns raussuchen und dann klicken wir hier auf Region Welt. Da haben wir schon mal 194 ETFs, die die Welt abbilden. So, jetzt suchen wir uns zum Beispiel mal hier einen MSCI World aus. Da müssen wir hier MSCI eingeben. Ich weiß, also hier poppt so eine Suchmaske auf, die wird, warum auch immer, hier im Screencast nicht übertragen. Ich weiß nicht warum, aber ist nicht schlimm. Also ich habe jetzt hier MSCI World ausgesucht und ihr seht, dass ihr hier 17 Stück habt, also 17 MSCI Worlds, in die ihr investieren könnt hier in Deutschland. Ähm, Sound läuft noch alles. Sound, Video, alles bestens. Lasst mir nochmal ein Like da. Hm, gut. Okay, schauen wir jetzt, jetzt hier einmal die vollständige Liste an. Also, wie gesagt, es wurden über die Jahre hin immer mehr, immer mehr Voranbieter äh, kommen und bieten äh, MSCI World ETFs an. Das hier ist die, die stolze Palette. Relativ neu auf dem Markt ist der hier. Also Luxor hatte ja schon einen, äh, einen ETF. Die sind jetzt hier gelb gehighlightet, weil die bei ähm, Just ETF beworben werden. Also es sind jetzt nicht wir, die das hier highlighten. Und ähm, Luxor MSCI World, den haben sie schon ein bisschen länger, aber jetzt haben sie eine neue Version rausgebracht und zwar Luxor Core MSCI World. Machen wir den hier mal in einem neuen Tab auf. Ähm, der ist rekordverdächtig günstig. Also, wenn ihr euch jetzt hier mal ähm, diese Spalte hier ist, das Total Expense Ratio. Total Expense Ratio ist, Das sind die Kosten, also die Verwaltungskosten, die beim Investieren in diesen ETF jährlich anfallen. Und wenn wir uns die Menge hier anschauen, da sind die schon sehr, sehr niedrig, aber er hier, der Luxor Core MSCI World, sticht natürlich besonders hervor, weil er halt diese 0,12% TER hat. Ähm, wir haben den bis jetzt noch nicht als Empfehlung mit aufgenommen, beziehungsweise wir haben jetzt selbst noch nicht in diesen investiert, weil er noch ein bisschen jung ist. Ja? Der wurde 2008 erst aufgesetzt, das gucken wir uns aber gleich nochmal ein bisschen detailliert an, hat dafür aber schon ein ziemlich beeindruckendes Volumen. Aber eins nach dem anderen. Also wenn wir jetzt hier auf der Seite von Just ETF sind, haben wir hier nochmal eine komplette Übersicht über diesen Fonds, Strategie und aktuelle Kurse des Luxor Core MSCI World DR, Direct äh, Replication. Also physisch replizierend, USITS, UCITS ist diese europäische Rechtsform für Investmentfonds, ETF, weil es ein ETF ist. Jetzt scrollen wir hier runter und sehen hier, dass ein aktueller, also der aktuelle Kurs für diesen ETF ist 9,10 Euro an der Börse Xetra. Und zwar am 15., also das ist der Kurs von gestern, weil heute ist Samstag, heute wird nicht gehandelt. Wer 1, 2, 1, 2, hallo, ja, Sound ist wieder da. Okay, tut mir leid, hat ein kurzes. Äh kurzes Problem mit dem Sound auf YouTube. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben echt alles gemacht, um das jetzt zu verbessern. Wir haben hier so, eine, so ein Sound-Device, wir haben hier das dicke Mikrofon. Äh, scheinbar liegt es an meinem Rechner. Das heißt, wir müssen mal wieder äh, nächste Woche direkt in Research-Modus gehen und herausfinden, was los ist. Ähm, Schwarmintelligenz schreibt uns doch gerne mal äh, in den Chat rein, was äh, woran es liegen könnte, dass der Sound so nach meistens einer halben Stunde er ja, hat circa eine halbe Stunde, 15, 20 Minuten, dass er dann immer abschmiert. Das, das würde mich mal interessieren. Aber okay, kommen wir wieder hier zurück. Ähm, genau, also die Kosten sind, haben wir eben schon in der Übersicht gesehen, 0,12 Prozent. Das schauen wir uns im Factsheet gleich nochmal neu an. Hier sehen wir das im Vergleich. Ja. Ähm, vom teuersten bis zum günstigsten. 0,04 gibt es einen. okay. Müssen wir mal gucken, ob der hier irgendwo aufgelistet ist. Ach so, nee, ich glaube, ja. Ich glaube diese 0,04, also das hier ist die Bandbreite. Ähm, aber vergleich Aktien. Das heißt, bei den Aktien-ETFs gibt es welche, die für 0,04% TER zu bekommen sind und der teuerste für 0,98. Aber diese 0,04 sind, glaube ich, bei einem DAX-ETF, wenn ich mich nicht irre. Also es ist ein ETF, der ein bisschen leichter abzubilden ist als so ein MSCI World. Okay, hier sehen wir die Replikationsmethode, aber an all diese Dinge möchte ich nicht äh, weiter drauf eingehen, weil da haben wir schon Videos zu produziert, sondern ich möchte jetzt mal in die entsprechenden Dokumente reinschauen, ja, die man sich idealerweise immer anschauen sollte, bevor man in einen ETF investiert. Das Dokument, das am einfachsten zu lesen ist, ist hier das Factsheet. Ja, das muss jeder ETF-Anbieter äh, publizieren. Ich zoome mal ein bisschen rein hier. Lass mal gucken, dass ich hier nicht verdecke. Doch, ich verdecke. Alles klar, dann bewege ich mich mal hier ein bisschen rüber. Genau, also der ETF-Anbieter muss solch ähm, ein solche Factsheet zur Verfügung stellen, er muss auch einen Verkaufsprospekt zur Verfügung stellen und er muss auch einen Jahresbericht zur Verfügung stellen. Bei Just ETF kann man die in der Regel immer finden, also diese Informationen. So. Also, gucken wir uns jetzt hier mal auf der Seite die ähm, rechte Spalte an und scrollen mal runter. Also, was uns also, das Dokument wurde geupdatet am 30. April, das heißt äh, weniger als einen Monat her, das heißt, es ist definitiv up to date. Der Ticker ist der Ticker, mit dem man ähm, ähm, an der Börse kaufen kann, also ist sowas wie die isin nummer nur an der Börse. SICAF ist die Rechtsform. Also mal gucken gerade hier. Genau, hier steht noch USITS drin, aber SICAF ist im Endeffekt äquivalent zu USITS. Das ist nur die äh, luxemburgische Form. Und hier sieht man das auch schon, das Domizil, das Fonddomizil, ist in Luxemburg. USITS-konform steht auch da nochmal, ja, ist es. ISIN ist die ISIN-Nummer. Das ist nochmal so eine andere Identifikationsnummer zusätzlich zum Börsenticker. Replikationsmethode ist direkt physisch, also ist eine physische Replikation. Sampling, ja. Was heißt Sampling? Sampling bedeutet, dass nicht alle Aktien gekauft werden, das können wir ja gleich auch nochmal sehen, die im MSCI World drin sind. Der MSCI World hat über 1600 Aktien, in diesem hier sind nur, nur, in Anführungszeichen, ja, das ist schon so richtig viel, ähm, ich glaube es steht nochmal weiter unten, ich glaube es sind 1400 Aktien oder so in der Richtung. Ähm, nagelt mich darauf jetzt nicht fest, kommen wir bestimmt gleich noch zu. Wichtig ist nur zu wissen, Sampling bedeutet, es wird ein repräsentatives Sample genommen. Eine so fast, ja, kann man so sehen wie eine repräsentative Stichprobe. Es werden so die wichtigsten Werte genommen, die im MSCI World drin sind. Warum wird sowas gemacht? Einfach um Kosten zu reduzieren, dass man nicht wirklich 1600 Aktien kaufen muss, was ja... Ähm, ja hohe Kosten verursacht und teilweise sind Werte ja also die letzten Aktien die letzten 10 20 30 oder die letzten 300 haben so ein geringes prozentuales Gewicht im Index dass ähm, die quasi nichts mehr reißen können selbst wenn die 100% Gewinnsteigerung Kurssteigerung machen würden würden die den Index ähm, würde sich das nur marginal auf die Index Performance auswirken deswegen wird ein sogenanntes Sampling betrieben Wertpapierleihe was ist Wertpapierleihe? Da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Wertpapierleihe ist, wenn der ETF-Anbieter seine Wertpapiere an andere Finanzmarktteilnehmer ausleiht, damit die sogenannte Short-Geschäfte machen können, also dass die auf fallende Kurse setzen können. Ja? So eine Wertpapierleihe ist in der Regel immer besichert. Das heißt, in der Regel ist es nicht sehr riskant, so eine Wertpapierleihe zu betreiben, als, als ETF-Anbieter, wohlgemerkt. Ähm, Luxor verzichtet allerdings jetzt darauf. Ja? Ähm, ja, dadurch, ist, dadurch ist der ETF weniger riskant. Vielleicht ist es das so, dass, äh, dass an diejenigen, an denen dieser ETF verkauft wird, dass die das nicht mögen. Ähm, das Wertpapierlei betrieben wird. Auf jeden Fall wisst ihr, ob ihr das gut findet oder nicht. Das sei jetzt mal, also das könnt ihr selbst entscheiden, aber wichtig ist, es muss hier in diesem Fondsprospekt drinstehen. Ja? Und ähm, das heißt, ihr könnt, ähm, ihr könnt das auch easy rausfinden. Ja? Also diese Information gibt es. Also Wertpapierleihe, nein. Währung, des, der, Währung der Anteilsklasse ist US-Dollar. Das ist, das hat nichts, also wir haben ja im letzten Stream auch schon darüber gesprochen, was ist, wie wichtig ist die Fondwährung? Die Fondswährung ist nicht wichtig, das ist eine reine Anzeigengröße. Ja? Also es ist einfach US-Dollar. Ja? Vermutlich soll sich das an ein weiteres internationales Publikum richten und nicht nur an uns Deutsche. Ausgabedatum: Wir sehen, dieser Fonds ist verhältnismäßig jung. Er wurde am 28. Februar 2018 ins Leben gerufen, hat dafür meiner Meinung nach schon ein ganz interessantes Kapital angesammelt. Das schauen wir uns gleich mal hier an. Netto-Inventar pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflage in US-Dollar: 10. 10 US-Dollar. Das heißt, als der Fonds ins Leben gerufen wurde, hat er 10 US-Dollar gekostet. Heute, das haben wir eben auf JustETF uns angeschaut, hier liegt er bei 9 10, also 9,10, aber Euro. Ja? Also umgerechnet in Euro. Als er herausgegeben wurde, waren es zu 10 Euro. Wie wird das gemacht? Also wie kommt man auf so einen runden Betrag? Naja, die Fondsgesellschaft hat von vornherein die Anteile der, der Fonds. So gewählt und die Mischung zwischen den Aktien, die dort reinkommen, so gewählt, dass man genau auf einen runden Betrag kommt auf 10 Euro und dann geht es los, dann wird das Ding an der Börse gehandelt. Die Gesamtkostenquote, das TER, haben wir schon drüber gesprochen, 0,12. Das heißt, das, was ihr im Internet nachlesen könnt, ja, auf solchen Plattformen wie zum Beispiel Just ETF, solltet ihr immer nochmal hinterfragen bzw. verifizieren, weil da können immer Fehler auftreten, ja. Und ihr werdet es vermutlich auch im Kleingedruckten von solchen Webseiten sehen, dass sie ja, für solchen Fehlern ähm, äh, ja, die ausschließen ja, dass sie keine hundertprozentige Korrektheit haben. Das heißt ihr könnt es in solchen äh, offiziellen Dokumente vom ETF-Anbieter nachlesen. Fremdwährungsrisiko ja besteht, warum? Naja, ich investiere ja international, das heißt ich habe hier einen Korb mit, äh, keine Ahnung 15, 20, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele, aber viele, ich glaube 17, 17 unterschiedliche Währungen drin. Das heißt ja, es besteht ein Währungsrisiko, aber auch eine Währungschance. Ähm, Nettoinventarwert pro Anteil, das ist dann natürlich bezogen auf den 30. April. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war der Nettoinventarwert, also der Wert der, der Anteile, ähm, 10,13 Dollar. Das heißt, äh, wer bei Auflegen äh, investiert hat, hat dann 13 Cent Gewinn gemacht zum, äh, zum 30. April. Was ja jetzt gar nicht so schlecht ist, wenn man weiß, dass Corona dazwischen gelegen hat. Ja. So, also, wann, ja genau, nächster Punkt, AUM, der Anteilsklasse, AUM steht für Asset Under Management, das ist im Endeffekt nichts anderes als das Fondsvermögen, wie viel Kohle ist in diesem Fonds drin, in Millionen US-Dollar sind es 555,12 Millionen US-Dollar, ähm, wenn wir das jetzt hier mit Just -ETF vergleichen, hier stehen 507 Millionen, aber in Euro, das heißt, hier wurde schon umgerechnet. Umbrella Fonds, ja, was bedeutet das? Umbrella Fonds, ähm, wir sehen es hier, 34 ähm, Milliarden, denn das sind hier in, es wird hier in Millionen dargestellt. Das muss ich eben auch mal googeln. Umbrella Fonds steht ähm, für Dachfonds, also das sind so Fonds, ähm, beziehungsweise sind so Sammelfonds. Also es ist quasi so wie eine Umbrella, also eine, ein Schirm, der quasi über die Fonds gesammelt wird, äh, über die Fonds gestreckt wird. Das heißt, hier haben wir vermutlich, das, da müsste ich mich ehrlich gesagt nochmal reinlesen oder vielleicht mal mit, äh, mit Arne drüber sprechen. Das ist ein bisschen speziell hier. Das heißt, hier ist dieser Fonds, also dieses Gesamtvermögen, vermutlich unter so einem Gesamtschirm, der 34 Milliarden ist. ja. Ähm, so würde ich es jetzt persönlich mal interpretieren, aber bitte nagelt mich darauf nicht fest. Ähm, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was das konkret bedeutet. Ähm, ansonsten sprechen wir auch gerne mit äh, Arne nochmal darüber, der ja bei Luxor arbeitet. Okay, Mindest, ähm, Mindestanlagebetrag ist ein Anteil. Ähm, wir haben übrigens ein Video zu Teilaktien und Teil-ETFs produziert und. Ähm, und äh, genau, da, da, ich, da bin ich auch nochmal drauf eingegangen, dass man nur einzelne Anteile über die Börse kaufen kann, sowohl von Aktien als auch ETFs, aber dass Broker Teilaktien anbieten. So, die Ertragsverwendung, das ist thesaurierend. Die Alternative ist ausschütten, das heißt, das Geld wird wieder reinvestiert. So, ich hoffe, ihr seid noch dran. <laughs> ich habe euch noch nicht äh, totgeschlagen mit den ganzen Informationen. Ähm, okay. Gibt ein, paar, gibt ein paar Likes. Okay, top. Dankeschön. Ähm, lasst doch mal ein paar Likes da, wenn ihr wollt, dass wir hier noch weitergehen oder ins QA gehen. Oder wenn ihr lieber ins QA möchtet, schreibt es gerne nochmal. Ist der Ton wieder weg? Arno? Ah, Nein, scheinbar nicht. Ist der Ton wieder weg? Irgendjemand schreibt Ton weg. Okay. Na gut, dann waren das wohl alte Chats vermutlich. Gut, so, dann kommen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter und schauen uns einmal einen wichtigen Punkt auch an. Also hier im zweiten, auf Instagram kriege ich immer schön die Likes, das sind die treuen, das sind die treuen Fans, <laughs> die auch ohne. Warte mal, vielleicht kann ich jetzt einmal hier die Kamera umdrehen. Vielleicht hilft euch das, ja? Instagram. Okay. Also. So vielleicht. Perfekt. Also, hier ähm, sehen wir dann nochmal die Informationen bezogen auf den Index. Also hier sehen wir die Entwicklung in gelb von diesem entsprechenden ETF, dem Luxor Core MSCI World, und in grau die Benchmark. Allerdings laufen die zwei so perfekt parallel. Gut, das liegt halt daran, dass es äh, dass diesen ETF noch nicht lang genug gibt, dass man die graue Linie nicht sehen kann, weil sie von der blauen verdeckt wird. Okay. Was haben wir hier unten jetzt noch? Hier haben wir mal die Aufteilung, wie das Geld investiert wird. Ja? Also, hier ist die geografische Aufteilung. Das bedeutet, wir haben. Oh, warte mal, vielleicht muss ich meinen Dings zur Seite ziehen. Jawohl, muss zur Seite ziehen. Tack. Also, hier haben wir die geografische Aufteilung: 63% sind investiert in die USA, 8% sind Japan, 4,8% sind Vereinigtes Königreich, 3,5% die Schweiz, 3,2% Frankreich und so weiter. Das heißt, wir sehen hier, wie der Kuchen sich geografisch aufteilt. Dasselbe haben wir auch hier für die Branchen. Ja, der größte Teil ist IT-Branche mit fast 20%, Gesam äh, Gesundheitswesen mit 14,6%, Finanzen mit 14,1% und so weiter. So. Und ähm, auf dieser Seite hier muss ich mein Links wieder zur Seite schieben, vielleicht mache ich mich mal hier hin. <laughs> ähm, und hier haben wir die Top 10 Werte. Ja, das sind die Top 10 Unternehmen ähm, von der Gewichtung her im Index. Also hier haben wir Apple mit 3,37%, Microsoft mit 3,35%, Amazon mit 2,69, Facebook Class A-Aktien mit 1,27 und die beiden Alphabet-Aktien C und A mit jeweils 1%. So, ich will jetzt nicht alle vorlesen. Wie kommt es jetzt, dass die einzelnen ähm, Unternehmen so ein Gewicht in dem Index haben? Das geht einfach nach der, Marktka nach der Marktkapitalisierung. Ja? Ähm, es wird geschaut, wie groß ist die Marktkapitalisierung in den entsprechenden Ländern, die reingenommen werden sollen. USA hat den, das größte Gewicht, deswegen wird, ist hier so ein großer USA-Teil. Und dann wird in jedes einzelne Land reingeschaut und geschaut, welche sind die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung und die werden dann genau so in den entsprechenden Index reingewichtet. Okay? Gut, dann ein weiteres wichtiges Merkmal ist äh, das hier. Und zwar ähm, die ETF-Wertentwicklung verglichen mit dem ähm, Index, das sogenannte Tracking Error, von dem man in letzter Zeit ziemlich viel gehört hat. Viele Leute haben mich gefragt, ist denn das Tracking Error nicht wichtiger als das TER und so weiter? Ähm, wer das Tracking Error richtig lesen kann, für den ist das Tracking Error natürlich eine wichtige Größe, die man sich mit anschauen sollte. Ja? Und hier findet ihr das Tracking Error. Ihr habt hier die Entwicklung des entsprechenden ETFs, darunter habt ihr die Entwicklung der Benchmark, also des Index, der abgebildet werden soll. Und dann haben wir hier den Wertunterschied. Ja, und hier, wir sehen hier auf einem Monat gab es so gut wie keinen Unterschied, 0,01 Prozent, wo wohl bemerkt der ETF besser performt hat als die Benchmark. 0% Abweichung auf 3 monats fast keine Abweichung auf 6-Monats-Sicht, 0,03%, wo der Index besser gelaufen ist. Ja, der hat ein geringeres, eine geringere negative Entwicklung. Dasselbe können wir uns dann hier nochmal anschauen, Year-to-Date. Das bedeutet von Anfang des Jahres bis zum 30. April, als dieses Prospekt erstellt wurde. Und ähm, dasselbe für das Jahr 2019, da betrug das Tracking-Error 0,03%, wo der Index wohl bemerkt besser performt hat. Äh, sorry, 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 sorry. Äh, 0, genau, 0, Minus 0,1%. Warum das Tracking Error jetzt äh, unterschiedlich ist von der Wertentwicklung, vom Wertentwicklungsunterschied, das liegt vermutlich äh, daran, dass sich das über die Jahre hinweg kumuliert. Ach so, nein, sorry, sorry, genau. Es liegt daran, jetzt habe ich es, es liegt daran, dass hier beim Tracking Error noch die Kosten abgezogen werden. Also hier zum Beispiel liegt ja der Unterschied zwischen, also bei 2019, ja, äh, liegt der Unterschied, äh, ist da minus 0,1 Prozent, wo der Index minus 0,1 Prozent weniger gut performt hat, ja. Das kann aber an den Kosten liegen, die ja bei 0,12% liegen. Und wenn wir das dann runden, merken wir, okay, diese 0,2, die da fehlen, das ist die Tracking-Differenz. Okay? Das heißt, hier werden erstmal die Bruttozahlen miteinander verglichen, die einzelnen Performances. Und dann wird ja, werden ja noch die Gebühren abgezogen. Und die muss man natürlich verrechnen. Und, und dementsprechend ist die Tracking-Differenz dann geringer. Ja? Weil die Tracking-Differenz. Normalerweise nachgebühren ist. Das müsste ich aber auch nochmal nachschlagen. Viele Dinge auf meiner To-Do-Liste für die kommende Woche. Okay, ähm, alles klar. Was haben wir sonst noch für Interessante? Das war es eigentlich mit diesem Prospekt schon. Nachher hat man natürlich verschiedene Risikohinweise und solche Dinge, aber ähm, da möchte ich jetzt mal nicht genauer reinschauen. Okay, jetzt würde ich mir mit euch gerne mal einen Swap-ETF anschauen, ja? Ups, ah, warte mal. Zack. Tag, so, Also, jetzt würde ich mir mit euch gerne mal einen swap-basierten ETF anschauen, um hier mal den Unterschied ähm, darzustellen zu einem physisch replizierenden. Ja? Dazu suche ich mir jetzt einfach mal hier den MSCI Emerging Markets raus. Da haben wir ihn schon. Da weiß ich nämlich, dass es einen Swap ETF gibt bei X-Trackers. Aber auch das könnt ihr euch hier rausfiltern. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Replikationsmethode geht, da könnt ihr hier swap basiert machen und bekommt nur die Swapper angezeigt. Ja? Kleiner Hint, wenn ihr zum Beispiel nur physisch replizieren wollt, könnt ihr hier physisch. Und dann gibt es einen Swapper, wo habe ich den habe ich mir eben angeschaut? Genau, hier den X-Trackers. Wenn wir jetzt hier einmal reingehen, kleiner Hinweis, ich möchte jetzt hier nicht nochmal das Factsheet durchgehen, das haben wir ja gerade gemacht. Ähm aber ich möchte mal ein bisschen komplexeres Dokument mit euch durchgehen. Und zwar auch nicht das Verkaufs, war das das Verkaufsprospekt gewesen? Ich schaue mal in das Verkaufsprospekt rein, aber ich glaube fast schon, es war der Jahresbericht. Und hier werdet ihr feststellen, dass das ein ziemliches Monster-Dokument ist. Ihr seht es hier oben: 454 ähm, Seiten hat dieses Dokument. Ja? Das bedeutet, ähm, hier müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Wenn ihr genau den entsprechenden ETF herausfinden wollt, müsst ihr den hier kopieren. Dann geht ihr in das entsprechende Dokument, macht Ctrl-F und ähm, also Ctrl-F, damit aktiviert ihr die Suchfunktion und dann sucht ihr direkt in diesem Dokument nach, ähm, nach der Rubrik, die sich auf diesen speziellen ETF bezieht. Warum ist dieses Dokument so lang? Naja, weil die äh, Fondanbieter einfach all ihre ETFs in ein einziges Dokument reinpacken ähm, und äh, ja, und somit, keine Ahnung, Zeit sparen oder was auch immer. ja. Also ich weiß nicht, warum die das machen. Man könnte es auch aufslicen, manche ETF-Anbieter machen es, aber viele packen einfach alle Fonds in, einen Verkauf, in, eine, in ein Dokument rein. So, also wenn wir jetzt hier Control F und eine kleine Suchfunktion machen, dann kommen wir auch hier schon, Produktanhang 12, X-Trackers, MSCI, Emerging Markets, Markets Swap, Usits, ETF. Ähm, Genau, ich muss die ganze Zeit mein Fenster hin und her bewegen. Sorry dafür. Genau. Gut. Also was sehen wir hier? Hier haben wir natürlich äh, ja was zum Thema Anlageziel, dann die Anlagepolitik, spezifische Anlagebeschränkungen. Also was darf er nicht? Ach ja, und hier haben wir auch schon ähm, die Rechtsform, die in Deutschland gilt. Das ist nämlich eine OGAV. O -G -A -V, A -O -G -A Entschuldigung. Also das ist das Äquivalent von U.S.I.T.S. Ähm, auf deutschem Boden. Ähm, Ziel der Mindestquote, genau, okay. Also die Mindestaktienquote muss 85% betragen und so weiter. Da möchte ich jetzt mal nicht drauf eingehen, sondern ich würde gerne hier ein bisschen weiter runter scrollen. Und dann sehen wir auch schon die verschiedenen Ausgestaltungen. Den, den wir eben gesehen haben, das war die 1C-Variante. Und daneben gibt es auch noch die 3C-Euro-Hedged-Variante. Euro-Hedged bedeutet hier, dass hier, eine Absicherungsgeschäft, dass hier ein Absicherungsgeschäft getätigt wurde. Um, ähm, ja, um sich gegen äh, Fremdwährungsrisiken zu hatchen. Das macht aber in der Regel keinen Sinn, weil das, weil das, äh, weil das teurer ist. Ja, sieht man auch direkt hier. Ähm, Verwaltungsgesellschaftsgebühren bis zu 0,29 und hier bis zu 0,55. Ja? Also es ist aber deutlich höher. So, jetzt scrollen wir aber mal runter. Und was ich euch zeigen wollte, war das sogenannte, na, das sehen wir jetzt hier nicht mehr, Trägerportfolio. Ja, ich woll, hätte euch gerne mal das Trägerportfolio gezeigt. Vielleicht finden wir das aber auch nicht hier in diesem Dokument. Genau. Also im Verkaufsprospekt ist es vermutlich nicht drin, also müssen wir mal in den, vielleicht in den Halbjahresbericht reinschauen. Ihr seht, ich entdecke das genauso wie ihr. Das ist so ein bisschen die Recherchearbeit, die man machen muss. Genau, hier haben wir es aber. Also, ich bin im Jahresbericht drin. Oder habe ich den Jahresbericht? Den Halbjahresbericht, genau. Ich bin im Halbjahresbericht, das ist auch wieder so ein Monster-Dokument mit 472 ähm, Seiten. Und hier habe ich auch nochmal Ctrl-F gemacht, also gesucht, überall, wo der ETF-Name steht. Und jetzt sehen wir hier, also hier nochmal die Bestätigung, MSCI Emerging Markets Swap äh, Usage, ETF. Jetzt sehen wir hier einmal die La Auflistung des Anlagebestands. Ja? Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen: es geht, das hier ist ja ein Emerging Markets. Portfolio, also das ist ja ein Emerging Markets ETF. Dieser muss aber ein Trägerportfolio halten, das bedeutet eine Aktien halten mit und mit diesen betreibt er dann den Swap. Das bedeutet, er hat ein Portfolio. Ups, er hat ein Portfolio und das swapt er mit seinem Swap-Partner gegen die Entwicklung des MSCI Emerging Markets. Das heißt, die Aktien, die hier drin sind, müssen nicht Emerging Markets Aktien sein. Und das sehen wir hier auch sehr, sehr deutlich. Hier zum Beispiel, Australien ist kein äh, Schwänenland. Hier sind Aktien aus China, das schon, aber aus Finnland, aus Deutschland, aus Japan. Ja? Das hier sind alle Aktien, die sich in, in diesem Trägerportfolio befinden. Können wir jetzt mal weiter runter scrollen. Ähm, Nochmal, Japan Fortsetzung, Vereinigtes Königreich, Schweiz, das ist die Roche-Holding mit drin, USA. Also hier könnt ihr eigentlich ganz gut nachlesen was ähm, welche Aktien im Trägerportfolio drin sind. Und das kann ein bisschen für Verwirrung sorgen, weil ihr denkt euch, Moment, ich habe einen Emerging Markets ETF und er investiert jetzt in die Schweiz, in die Niederlande, ins Vereinigte Königreich, was ist da los? Und ähm, im Endeffekt liegt es daran, dass es sich hier um einen Swapper handelt. Ja? Ich drehe Instagram nochmal um, ähm, weil ich jetzt, glaube ich, mit dem Screencast bald durch bin. Sehr, sehr gute Wissensvermittlung, Dankeschön, so ein bisschen Lob nehme ich immer gerne entgegen. Ähm, Lasst uns gerne ein Like da, wenn das hilfreich ist, was wir euch hier erzählen. So, also das hier, so seht ihr, wie das Trägerportfolio aussieht. Ein Trägerportfolio, wie gesagt, da wird sich ein Portfolio zusammengestellt vom entsprechenden ETF, wo diverseste Aktien oder auch andere Wertpapiere drin sein können, zum Beispiel Staatsanleihen. Und die werden dann geswappt mit einem Swap-Partner. Und der Swap-Partner gibt mir da, also geswappt heißt getauscht. Ja, das ist ein Tauschgeschäft. Und der ähm, Swap-Partner gibt mir dann äh, die Entwicklung, also die Performance vom MSCI Emerging Markets, also das, was ich gerne hätte. Denn der ETF heißt ja äh, Emerging Markets. So, jetzt wissen wir, wie ein Swap-Papier aussieht. Jetzt wissen wir, wie ein physisch replizierender aussieht. Jetzt haben wir in Factsheet reingeguckt, ganz kurz in den Verkaufsprospekt reingeguckt, in den Jahresabschluss reingeguckt. Ich denke mal, wenn ihr diese Dinge verstehen könnt, ja, und ähm, und das durchgehen und, und, und hier die Informationen äh, rauslesen könnt und euch selbst zusammensuchen könnt, dann seid ihr so, schon sehr, sehr stark, ähm, was das Thema sich die eigenen ETFs raussuchen angeht. Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, auch wo ihr das Tracking Error findet. Auch das muss publiziert werden vom entsprechenden Fondsanbieter. Und ähm, ja, jetzt können wir gerne zu den Fragen übergehen, wenn es denn Fragen gibt, was ich mir äh, durchaus vorstellen kann. Ich mache mal hier euer Fenster auf. Ähm, ja, sagt doch gerne mal Bescheid, wenn ihr was wissen möchtet. Auch hier auf, <laughs> auf, äh, auf Instagram werde ich immer mit Support überschüttet mit Likes und, und Winke. Ähm, ja, also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch gerne hier in den Chat rein. Sound läuft auch noch. Schmeißt das Sound-Device weg, sagt er. Kein Ton? Ich habe schon Ton. Haben wir Ton? Haben wir Ton? Komisch. Was schreiben die alle? Es Ach so Achso, okay. Es wird getrollt. Alles klar. Ähm, Dankeschön. <laughs> okay. Gut. Wir lieben Finanzus. Ja. Instagram, sehr supportive Community. Dankeschön. <laughs> Gut. Also haben wir ein paar Fragen? Willst du mir ein paar Fragen vielleicht in Slack schicken, Arno? Jo. Dann. Ähm ja, also wenn ich euch noch irgendwas zeigen soll auf JustETF in den entsprechenden Fondprospekten, je nachdem, ähm, was ihr gerne sehen wollt, dann schreibt es gerne rein, ähm, idealerweise zum Thema. Ich schaue hier schon mal auf Instagram. Ähm, wie funktioniert Thesaurierung genau? Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Die Anteile erhöhen sich nicht, das verwirrt mich. Oh ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also, wie funktioniert äh, Thesaurierung? Und es ist eine richtige Anmerkung. Ich bekomme dadurch nicht mehr Anteile. Ja, das ist, es gibt die Möglichkeit, dass man durch die ausschüttende Dividende mehr Anteile bekommt. Das geht nämlich so, indem ich einen ausschüttenden ETF nehme und mit meinem Broker eine Wiederanlagevereinbarung habe. Das bedeutet, wenn der die ausgeschütteten Beträge automatisch reinvestiert und dafür neue Anteile kauft. Das ist aber nicht das, was passiert, wenn ich einen thesaurierer kaufe. Also, wie funktioniert das genau? Das Geld wird einfach neu angelegt. Das bedeutet, es kommen Dividenden in den Topf, in den großen Fondtopf rein ja? und mit diesem Geld kauft dann der ETF entsprechende Aktien am Unternehmen. Ja? Aber die, die Anzahl der herausgegebenen Anteile des ETFs, die bleiben gleich. Das bedeutet, durch diese thesaurierung steigen die. Ja, das bedeutet, angenommen, ich habe jetzt einen Tesaurierer und einen, äh, einen Ausschütter, die komplett gleich sind, bei beiden fallen, oh, angenommen, der Kurs steht bei 100 Euro, ich sage jetzt mal irgendwelche Fake-Zahlen, steht bei 100 Euro bei beiden und es fallen 5, 5 Euro Dividende an. Dann würden beim Ausschütter, kriegt ihr 5 Euro Dividende auf euer Konto überwiesen. Ja, das sieht man dann, also das, ja. Beim Tesaurierer, was dann passieren wird, ist aber, dass das Geld wieder angelegt wird. Es werden neue Aktien gekauft, wo gemerkt nicht neue ETF-Anteile, neue Aktien gekauft und damit steigt euer Kurs von diesem ETF von 100 auf 105. Das heißt, ihr habt zwei ETFs, die komplett gleich sind. Beide kosten 100. Der eine ist Tesaurierer, der andere ist Ausschütter. Bei dem einen kriegt ihr 5 Euro aufs Konto überwiesen und der Kurs bleibt bei 100. Und bei dem anderen steigt der Kurs von 100 auf 105 und ihr kriegt 0 Euro aufs Konto überwiesen. Also, das ist die Mal äh, gesagt, äh, ganz grobe Mechanik, wie, ähm, äh, wie das Ganze beim Thesaurieren äh, funktioniert. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gute Frage, weil das häufig für Verwirrung sorgt nach dem Motto, Hä, ich dachte, ich kriege jetzt mehr Anteile, aber äh, ich kriege keine. Gut, Bausparverträge sind legaler Betrug. <laughs> Nehme ich jetzt mal keine, äh, keine Stellung zu. Gut, was haben wir noch für Fragen? Hat Arno mir was gepostet. Hast du mir Fragen ins Lack gepostet? Oh ja, okay, ich sehe es. Alles klar. Uff, uf, okay, alles klar. Ähm, sind vielleicht, <laughs> vielleicht werde ich nicht alle beantworten können. Ähm, was passiert, wenn ein ETF Cash-Anteile hat, neben Aktien? Ja, ein ETF kann oder hat de facto einen gewissen Cash-Anteil, einfach um eine gewisse Liquidität zu haben, ja, um, äh, um Anteile wieder zurücknehmen zu können und äh, ja, genau, um Anteile wieder zurücknehmen zu können, um gegen Cash zu tauschen. Wenn diese Cash-Position nicht mehr reicht, dann werden Aktien in den ETFs verkauft und die Fondsanteile werden quasi wieder aufgelöst. Das ist der sogenannte Creation-Redemption-Prozess. Ähm, so, MSCI World ETF, Unternehmens Unternehmensgewichtung nach Aktienanteil oder Wert. Das weiß ich jetzt nicht genau, was das heißen soll. Also, die Gewichtung im MSCI World oder in den meisten Indizes ist nach Marktkapitalisierung. Und die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist die Anzahl der herausgegebenen Aktien multipliziert mit dem Kurswert, also mit dem, mit dem aktuellen Kurs. Und das ist die Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert des Unternehmens am Markt. Genau, also der Gesamtwert des Equities wohl bemerkt, also des, des, Eigenkapit also, ja, doch des Eigenkapitals. Also nicht des Fremdkapitals. So, welche ETFs würdet ihr empfehlen? Ja, ETFs empfehlen ist immer so ein Thema. Ich würde ehrlich gesagt keine ETFs empfehlen, sondern ich würde immer nur empfehlen, sich selbst beizubringen, wie man eigene ETFs heraussucht. Das ist ja das, was wir jetzt in diesem Stream versucht haben zu tun und auch in den letzten Samstag-Streams und auch mit unseren Videos. Es macht keinen Sinn, einfach blind in irgendwelche ETFs. Das geht aber genauso für Aktien und für alle anderen Anlageklassen, blind da rein zu investieren. Ähm, ohne ohne nur weil ich weil ich es irgendwo gehört habe ja das heißt wir haben schon verschiedenste ETFs vorgestellt in den diversesten Videos aber das ist nie eine Anlageempfehlung sondern das Wichtigste ist meiner Meinung nach dass ihr selbst wisst wie man sich die entsprechenden ETFs heraussucht was das ganze ähm, Fachchinesisch in Anführungszeichen bedeutet und ich kann euch vergewissern so viel ist es eigentlich gar nicht also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt verschiedene Videos sieht vielleicht auch verschiedene Kanäle vielleicht auch mal ein Buch liest ähm, dann ist das alles kein Hexenwerk, ja. Es ist, uh, ihr spart euch einen Haufen Geld, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch dieses Wissen aneignet. Muss den Mund befeuchten, sorry. <laughs> also entsteht nicht eine Blase, wenn man in Swap investiert entstehen ähm, könnte. Also Swap ist natürlich ein Derivat. Ja, Derivat ähm, ist immer, äh, klingt immer so ein bisschen nach äh, Teufelsküche, nach, nach Finanzhölle nach Finanz in Anführungszeichen, weil auch die letzte Finanzkrise, also jetzt nicht die Corona-Krise, aber die, die Finanzkrise 2008, 2009 äh, sich überwiegend aus einer Derivateblase ergeben hat. Ähm, nein, aber ich meine, ein Swap-Geschäft kann man ganz gut äh, nachvollziehen, was hier abgebildet wird. Und äh, Swap-Geschäfte sind, also gerade bei ETFs, sind besichert. Aber hm? sure? 1, 2, 1, 2, sounds good. Mal gucken, vielleicht muss ich einen anderen Rechner besorgen, ich weiß nicht. Aber ich mag meinen Dell XPS. <laughs> gut. Ähm, genau, von daher, ja genau, die Swaps müssen besichert werden, also es muss äh, was hinterlegt werden. Ja, wir haben das ja gerade eben mit dem Trägerportfolio gesehen, ihr seht ja ganz klar, was da für ein Portfolio dahinter ist und diese Swaps müssen immer glattgestellt werden. In der Regel werden die täglich glattgestellt, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten ähm, wenn es eine, müssen die glattgestellt werden, wenn es eine Differenz gibt von x Prozent. Das heißt, wenn es 5 oder 10 Unterschied gibt zwischen dem Trägerportfolio und dem geswappten Wert, dann muss ausgeführt werden. Das bedeutet, dann muss ausgeglichen werden, ja. Das heißt, hier ist mein Risiko doch sehr, sehr eingeschränkt. Aber wie gesagt, wir haben auch einen, äh, ein sehr gutes Video zum Thema, also sehr gutes, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber es ist gut animiert, was jetzt nicht meine Meriten sind, ähm, zum Thema Swap ETF und physisch replizierend. Ja. Das könnt ihr auf jeden Fall mal hier in YouTube googeln, in YouTube googeln, also äh, mal suchen. Spricht was gegen ein ETF-Depot bei der DKB-Bank? Habt ihr Erfahrung? Äh, DKB habe ich auch ein Depot. Ähm, ah ja, wichtiger Hinweis, genau. Warum habe ich dieses Depot aufgemacht? Also DKB finde ich eigentlich eine ganz gute Bank. Äh, ich finde nur das Interface katastrophal. Das habe ich auch im letzten Stream schon gesagt. Dafür habe ich einige Kommentare bekommen, äh, dass ihr das nicht so seht. Das ist ja glücklicherweise eine subjektive äh, Einschätzung, äh, wie das Interface ist. Aber warum war ich bei der DKB? Weil es dort ähm, diesen HSBC Read äh, ETF, Gab oder gibt, sorry, den gibt es dort, den kann man dort ähm, kaufen und das gab es bisher nur bei wenigen Brokern. Daraufhin haben wir bei, uns bei Consors gemeldet und wir haben da, ähm, ja, daraufhin haben wir uns bei Consors gemeldet oder beziehungsweise die haben sich gemeldet und haben gefragt, welchen ETF hättet ihr denn gerne? Was fehlt euch in unserem ETF-Portfolio? Ja, was braucht eure Community? Und ähm, da haben wir gesagt, diesen read etf von HSBC, den hätten wir gerne als Sparplan. Das wäre richtig gut, weil den gibt es bisher nur bei der DKB. Und ich glaube bei Dejiro, aber Dejiro ist für deutsche Anleger sowieso nicht so optimal wegen der steuerlichen, äh, wegen der steuerlichen Geschichte. Und ähm, genau, da, von daher danke nochmal an die Konsorsbank. Die haben jetzt nämlich diesen hsbc äh, Read etf ähm, mit aufgenommen in ihr äh, Sparplanportfolio. Ich weiß nicht, ob es kostenlos besparbar ist, aber er ist auf jeden Fall regelmäßig besparbar, monatlich. Und das finde ich eigentlich ziemlich hammer, ähm, dass die so auf unsere Wünsche eingegangen sind. Ja? Aber zur Konsorsbank machen wir demnächst noch ein bisschen mehr. Gut, hallo ähm, eine Frage. Das Min, was ist das Mindeste, was ich investieren soll? Ähm, ja, da gibt es eigentlich kein Minimum, ja. Also doch, das Minimum ist 25 Euro pro Sparplanausführung. Das bedeutet mindestens 25 Euro im Quartal, ja. Also quasi, es gibt quasi kein Minimum. Ähm, ab diesem Betrag kann man schon loslegen mit dem Investieren. Einfach loslegen, Sparplan aufsetzen, gucken, äh, wie viel du regelmäßig sparen kannst und dann Sparplan aufsetzen und Erfahrung sammeln. Ja? Ähm, sind ETFs nicht eine große Blase, Puh, ja, haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Ähm, nein, ETFs können keine Blase sein. Ähm, wenn, dann kann es eine Aktienmarktblase geben. Und die würde sich dann in ETFs widerspiegeln, aber ETFs an sich können keine Blase sein, weil sie nichts anderes sind als ein Sammelsorium an Wertpapieren. Ja? Von daher ähm, ist ETF keine Blase. Ähm, welche Version findest du eigentlich besser bezüglich MSCI World und Emerging Markets oder ACWI alleine? Ich finde ähm, die Version MSCI World plus Emerging Markets besser, weil sie ist günstiger, man kann einfacher kalibrieren. Wer aber trotzdem nur eine Ein ETF-Lösung will, dem kann ich tatsächlich die. Ähm, der hat ganz gute ETFs bei Vanguard auf den FTSE All-World Index. Ja, die sind günstiger als die ETFs auf den MSCI World. Ähm, genau, kleines, ja, also. Finde ich gute Produkte, sind, sind sehr günstig, sind ein bisschen weniger transparent als MSCI, aber ja, gut. Ähm. So, warum, ah ja, wann und warum kann ein ETF besser als der Index performen, das ist auch eine gute Frage. Also, wir haben ja eben die Tracking-Differenz gesehen, ja, und ich glaube, da gab es sogar einen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, wo der ETF besser war als der Index. Ja, von daher, gute Frage. Wie kann es sein, dass ein ETF besser performt als sein Index, wenn er doch diesen Index abbilden soll? Ja, das kann aus verschiedenen äh, Gründen kommen. Zunächst einmal äh, durch das Sampling. Ja? Also wenn, wir, wenn der ETF nicht eins zu eins genau die Aktien mit genau der Gewichtung kauft, wie sie im Index sind, sondern die optimierte Sampling-Methode anwendet, was bei so großen Indizes wie beim MSCI World häufig der Fall ist, dann kann es natürlich sein, dass dieses Sample ähm, auch besser performt als... Ähm, als, äh, als der Index. ja, Das ist dann halt quasi in Anführungszeichen ein Zufallstreffer. Dann kann es sein, dass äh, äh, ETF-Gesellschaften Wertpapierleihe betreiben. Darüber haben wir auch eben schon gesprochen, was das ist. Für diese Wertpapierleihe kassieren sie eine Gebühr und damit können sie, also diese Gebühr, äh, gehen nicht an den ETF-Anbieter direkt, sondern ein großer Teil von dieser Gebühr muss den Anlegern zur Verfügung gestellt werden. Und äh, auch damit kann man nochmal seine Rendite äh, boosten gegenüber dem Vergleichsindex. ja. Also, es gibt einige Möglichkeiten, aber das bewusst zu steuern und ähm, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Und es ist auch nicht das Ziel des äh, entsprechenden ETFs, sondern das Ziel des ETFs ist es wirklich genau, den Index abzubilden. Und wenn es dann ein paar Prozentpünktchen gelegentlich mal mehr gibt, umso besser. Ja? Uah, okay, es sind sehr, sehr viele Fragen. <laughs> Wer hat beim ETF die Stimmrechte bei den Unternehmen? Ja, gute Frage. Also, die Stimmrechte. Die haben schon mal nicht wir als ETF-Anleger, sondern ich glaube, die Stimmrechte hat der ETF-Anbieter. Die führt er in der Regel, weiß ich nicht, ob er die jetzt selbst ausführt, aber in der Regel werden die an sogenannte Proxy-Unternehmen weitergegeben. Proxy-Unternehmen, die sammeln so die Stimmrechte von verschiedensten äh, Asset-Managern. Also es können aktive, aber auch passive Fonds sein und stimmen dann quasi im Interesse von denen. Ja, das sind dann quasi also Aktionärsvertreter die dann ganz viele Stimmen zusammensammeln. Aber an sich als einzelner ETF-Investor haben wir keine Stimmrechte. Dadurch, dass wir ja nur indirekt an den Aktien, äh, bei den Aktien investiert sind. Sinnvoll in Small Caps EU und USA als Beimischung zu investieren, ähm, ja, haben wir in den letzten Streams ja schon drüber gesprochen, MSCI oder irgendein Europe-Produkt? Also zum Beispiel es kann auch Sinn machen, MSCI Europe Small Caps zu nehmen, dadurch hat man halt den Small Cap-Faktor mit abgebildet und äh, vermischt quasi so ein bisschen den USA-Anteil, indem man äh, Europa ähm, übergewichtet. Ähm, wo finde ich ETF-Anlagestrategien? Ähm, auf unserem YouTube-Kanal. <laughs> auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Webseite, in diversen Büchern, im Internet, auf Blogs. Da findest du Anlagestrategien. Wir haben ein ziemlich langes Video, auch als Stream produziert, wo wir mal acht unterschiedliche Weltportfolios vorgestellt haben. Dazu gibt es auch einen Blogartikel übrigens, Google mal Weltportfolios, Finanzfluss. Dann findest du auch einen Blogartikel dazu, wo wir mal verschiedene Portfolios gezeigt haben. Ähm, wie, äh, ja, mit denen man mithilfe von ETFs die gesamte Welt abbilden kann. Äh, wie funktioniert eine Teiltesaurierung? Kommt es dann zu einer Doppelbesteuerung? Teiltesaurierung, ähm, okay, ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Vermutlich, dass ein Teil tesauriert wird und ein anderer Teil ausgeschüttet. Ähm, nein, dann kommt. also ich weiß nicht, ob es da zu einer Doppelbesteuerung kommt. Ich vermute es mal kaum, denn der Teil, der tesauriert wird, dafür musst du ja diese Vorabpauschale bezahlen und die Ausschüttung musst du ja sowieso versteuern mit der Kapitalertragssteuer. Aber da bin ich ehrlich gesagt ähm, überfragt. Da würde ich mich nicht zu so äußern, weil das kann ein Steuerberater vermutlich besser und dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Informationen. So. Was heißt umschichten? Muss ich keine Steuern zahlen, wenn ich einen ETF verkaufe und von dem Geld im Depot einen anderen kaufe? Äh, doch, also, sobald du ein ETF verkaufst, dann wird die entsprechende Steuerlast fällig. Angenommen, du hast einen Gewinn gemacht. Wenn du keinen Gewinn gemacht hast, natürlich nicht. Ähm, zum Beispiel, du hast ein ETF gekauft für 100, hast ihn jetzt verkauft für 150, dann musst du auf diese 50 Steuern bezahlen und zwar 25% Kapitalertragssteuer plus Soli und eventueller Kirchensteuer, so also 26, irgendwas. Und, ähm, aber nur auf die 50 Euro. Und wenn du einfach nur von einem ETF auf einen anderen umschichten willst, dann fällt diese Steuer an. Das geht äh, meines Erachtens, nein, das geht definitiv nicht steuerfrei. Zumindest mal nicht in Deutschland. Ja? Also wenn du von einem ETF auf den anderen umschüttest, dann kann es tatsächlich doch zu einer äh, Steuerschuld kommen. Jetzt in der aktuellen Corona-Krise kann es vielleicht Sinn machen, also wenn, deine Depot, wenn dein Portfolio sowieso negativ ist oder, oder relativ weit unten ähm, und somit keine Steuer anfällt, dann könnte man theoretisch jetzt auch die Gelegenheit nutzen, ähm, um steuerbegünstigt umzuschichten. Ja, aber wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ich will mich dazu auch gar nicht so sehr äußern. Ähm, lasst euch da am besten beraten, wenn ihr ein größeres Depot habt und wenn ihr ein kleineres Depot habt, naja, dann Könnt ihr den ETF auch mal einfach so liegen lassen und einen neuen abschließen und den weiter besparen? Und äh, genau. So. Hm. Haben wir eine enge Frage, die dir besonders, in, besonders auf, häufig aufgetreten ist? Ist es riskant, nur in den MSCI World zu investieren und nicht in den Emerging Markets, denn der MSCI World performt ja leicht besser? Das war die Frage, ich wiederhole sie nochmal. Ähm, ist es riskanter? Ja, man ist halt weniger diversifiziert, Ja, aber gerade mit den Emerging Markets hat man eigentlich eine ganz gute Chance, die, die Political Risk Factor Prämie mit abzugreifen. Und ähm, ja, der äh, MSI Emerging Markets hat in der Vergangenheit äh, verloren, also stärker verloren als der MSI World. Wenn ich von der Vergangenheit rede, meine ich eigentlich die letzten zwei Monate äh, Corona Crash. Und ähm, da sind die äh, Schwellenländer stärker unter die Räder geraten als die Industrieländer. Ähm, das zeigt halt, dass Emerging Markets ein riskanteres äh, Investment ist. Aber auf der anderen Seite... Ähm, auch eine höhere Renditechance bildet, ja. Also äh, hier Stichwort Faktorprämie, also ähm, LOL, Political Risk, Faktorprämie, schreibt einer, genau. Die heißt aber so, Political Risk, Faktorprämie. Und ähm, ja, also ich, ich würde beides nehmen. Also dann, dann, dadurch hast du eine höhere Diversifikation, senkst also dein Risiko und kannst potenziell etwas mehr Rendite abgreifen. Ähm, eine Garantie gibt es für sowas aber natürlich nie, ne. Gut. Was hältst du von Smart Beta ETFs? Ja, äh, finde ich eine gute Sache. Smart Beta ETFs ist ja nichts anderes als Faktor Investing. Ähm, kann man machen. Also wer sich mit der Thematik beschäftigen möchte, äh, wie gesagt, die, die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich es persönlich nicht mache aus Zeitgründen, aus Kostengründen und aus äh, keine Lustgründen. Ja. <laughs> Aber kann man auf jeden Fall machen. Ja, kann man einige Prozentpunkte mehr mit abgreifen, wenn man das möchte. Hier definitiv die Buchempfehlung Gerd Komma: Souverän investieren. Da wird auf das Thema Faktor ganz gut eingegangen. Und ich habe mal irgendwo ein Buch, ich habe es jetzt leider nicht zur Hand, ein gutes Buch zum Thema Faktor Investing gelesen. Ja. Gut, was haben, was haben wir noch? Geht ein ETF-Anbieter pleite, bekommt man den Kaufkurs oder den aktuellen Kurs zurück. <laughs> ja, gute Frage. Schön wär's, ja? Äh, schön wär's, man würde den, äh, den Kaufkurs zurückbekommen. Nein, du bekommst natürlich den aktuellen Kurs zurück. Also wenn ein ETF-Anbieter pleite geht, dann äh, weiß ich nicht mehr, ob der ETF aufgelöst wird. Das müsste man mal herausfinden, ob der dann aufgelöst wird oder ob das einfach ein anderer ETF-Anbieter übernehmen kann. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber wenn ein ETF aufgelöst wird, ja, dann kriegst du natürlich den, den Wert des ETFs. Dann werden natürlich all, dann werden alle Aktien verkauft, die dort drin sind, so scheibchenweise nach und nach. Und äh, du bekommst quasi das Cash überwiesen. Aber das ist natürlich nach Marktwert und nicht nach, äh, nach Kaufkurs. Sonst könntest du ja quasi äh, einen ETF auflegen. Wenn der dann äh, ins, ins Bodenlose fällt, in Anführungszeichen, also irgendwie auf super spekulative Dinge, ja, ähm, der, der, das ganze Ding geht dann pleite und du bekommst trotzdem deinen Einsatz wieder zurück. also. Oh. Der Live-Chat auf Instagram wurde beendet. Na gut. Was denn? Dass es gespeichert wird. ja, ja. Live, okay. Stream. Okay, es wird hier auf IGTV äh, gepostet. Interessante Sache. Vielleicht kann ich das noch gleich ändern. Okay, also wer das Ganze sehen will, der sieht ähm, den ganzen Stream auf Instagram sehen will, der äh, kann uns gerne followen. Arno hat eben in den Chat äh, den Link zu Instagram gepostet. Wir freuen uns immer über neue Abonnenten. Ähm, posten da auch immer mal so ein bisschen Behind the Scenes, also solche Dinge wie, äh, was passiert jetzt hier im Büro? Wir haben jetzt ein ganz neues Büro. Ähm, dass wir jetzt aber noch am Einrichten sind. Ähm, wir stellen so ein bisschen das Team auch mal vor. Also ja, wer Lust hat, äh, Finanzlos behind the scenes zu sehen und äh, ja, ein bisschen ein bisschen mehr mit Humor, ja, ein bisschen weniger, nur reines, trockenes ETF, äh, der kann gerne mal auf Instagram kommen. Aber ähm, ja, ein YouTube-Abo lohnt sich trotzdem. Also, wir werden weiterhin hier hochqualitativen Content auf YouTube produzieren. Ihr habt es ja gesehen, wir konnten jetzt in der Vergangenheit ein bisschen die ähm, die, die Upload-Frequenz hochfahren, versuchen jetzt auch mehr und mehr so Livestreams zu machen, ähm, weil ich denke, dass es das eigentlich ganz gut ankommt und man mal ein bisschen länger über ein Thema sprechen kann, statt jetzt nur in so einem 5- oder 15-Minuten-Video. Ähm, genau. Gut, wollen wir noch ein bisschen machen hier? Ah, ich sehe 300 Likes haben wir heute schon gekriegt, verrückt. Ich schiebe mal mein, mein Notebook nochmal ein bisschen in die Mitte. Lasst doch noch mal ein paar Daumen hoch da. Was, was, wie seht ihr das? Ja. Die 400 voll machen, sagt Arno. Macht doch mal die 400, äh, die 400, Likes voll. Dann beantworte ich euch noch ein paar Fragen. Das wäre, ja, das ist doch ein Deal. Ich suche mir äh, in der Zwischenzeit noch mal ein paar Fragen raus. Macht die 400 Likes voll und ich, und, ich, äh, und ich beantworte noch ein paar Fragen. Ich denke, das ist ein, ich denke, das ist ein, das ist ein korrekter Deal. Ähm <laughs> Als Österreicher als Österreicher ein deutsches Depot eröffnen. Ja, das ist, ähm, ha, unsere österreichischen und schweizer Freunde kommen, kommen bei uns immer ein bisschen kurz. Das tut mir extrem leid. Ähm, ja, man kann als Österreicher in Deutschland ein Depot eröffnen, aber ich erinnere mich nicht mehr genau an die Kondition unserer Videocutter, der vielleicht heute auch zuschaut. Hallo Flo, äh, ist übrigens Österreicher, ähm, lebt aber schon deutlich länger in Berlin als ich, also auch schon deutsch länger in, äh, in Deutschland, weil ich ja vorher im Ausland gelebt habe. Und äh, vielleicht frage ich den mal, ich interview ihn mal und sage ihm mal, äh, such doch mal was raus, äh, wie das für die Österreicher ist. Schreibt es doch gerne mal in den Chat und sagt: Flo, mach bitte, mach bitte ein Video für uns. Vielleicht kriegen wir ihn dann irgendwann von hinter der Kamera mal vor die Kamera gezerrt. <laughs> okay. Ähm, nee, Spaß beiseite. Thema Österreich haben wir mal ein Video zu produziert. Googelt doch einfach mal Österreich-Depot Finanzfluss und dann ähm, sind wir, glaube ich, auf das Thema auch eingegangen. Aber ansonsten, ähm, ja, ihr müsst dann, glaube ich, eure Steuer selbst machen, Österreich oder so. Ah, interessant. Okay, Flatex, was, äh, was ja ein bisschen zum No-Go hier in Deutschland wurde, hat ja so eine Depotgebühr in Deutschland eingeführt und scheinbar gibt es noch keine Depotgebühr. Sag im Chat, ne? Haben die es? Äh, ne, weiß ich. Ach so, das weiß Arno. Okay, Sehr Aber, äh... weiser Mann. Ähm, genau, scheinbar keine Depotgebühren in Österreich. Aber wie gesagt, kontrolliert das nach. Wir haben euch ja jetzt gezeigt, wie man solche äh, PDFs-Dokumente liest, wo, äh, wo man die Informationen herbekommt. Genau. Aber ansonsten, wenn ihr nochmal Österreich-Content wollt, schreibt es gerne mal rein. Auch wenn ihr mal Schweiz-Content wollt, spezifisch, schreibt es auch gerne in den Chat. Südtiroler Freunde haben wir auch. Okay, weiß ich jetzt nicht wen, aber <laughs> sehr gerne. Gut, also. Ähm, wo sieht man im Factsheet denn? Oh warte jetzt. Äh, wo sieht man im Factsheet denn alle enthaltenen Aktien, also nicht nur die Top 10? Ähm, gute Frage, da weiß ich gar nicht. Da, genau, ich glaube, da musst du in diesem ähm, im Jahresbericht nachschauen, so wie wir das bei diesem Swapper gemacht haben, weißt du? So wie wir das bei diesem bei diesem Swap äh, Swap ETF gemacht haben, musst du mal in den Jahres äh, in den Jahresbericht reinschauen. Ansonsten, glaube ich, müssen, muss das auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, müsste ich mich jetzt ein bisschen reingraben, aber ich will das jetzt nicht hier im Livestream machen, weil das kann mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern. Aber normalerweise kommst du an diese Informationen ran. Und ähm, wenn du ein bisschen faul bist und einen Umweg gehen möchtest, dann kann ich dir einfach nur mal empfehlen, nimm mal das Telefon in die Hand und ruf den entsprechenden ETF-Anbieter an. Meistens hat man da sehr nette und sehr zuvorkommende Leute am Telefon, die immer bereit sind, einem zu helfen. Und ähm, ja, also da kann man einfach mal anrufen und fragen, wo das herkommt. Ansonsten frage ich auch das nächste Mal, wenn wir mit Arne sprechen. Ich interviewe Arne super gerne. Ähm, also Arne kennt ja bestimmt, den haben wir ja äh, die letzten zwei Mittwoch äh, Folgen haben wir zwei Interviewteile mit Arno hochgeladen, das ist ja der macht selbst, der baut selbst ETFs und äh, der kann uns solche Fragen natürlich immer sehr sehr gut beantworten. <laughs> Aber ansonsten ähm, ja, einfach mal anrufen und durch die entsprechenden Dokumente, vielleicht Jahresbericht und solche Dinge durchwühlen, ja. Oh wow, ich sehe gerade, die Likes sind auf 430 hochgeschossen. Wir haben zu, äh, zu niedrig gestapelt. Arno. Ja, ich alle jetzt, äh, jetzt 500. <laughs> Spaß, Spaß besetzt. Ich werde schon ein bisschen heiser. Ich habe auch kein Wasser mehr. So, ah doch, ich habe noch. Sorry, passt schon. Merci. Ähm, sollte man in ETF auch anhand der Emittenten diversifizieren? Ah ja, gute Frage. Sprich, MSCI, Vanguard, Spider. Okay. Ähm, gut, MSCI ist ja der Indexanbieter, wie sieht es jetzt aus, wenn äh, der Indexanbieter MSCI pleite gehen würde, dann würde der, ähm, der ETF sich einfach einen anderen Referenzindex raussuchen, das ist mitteilungspflichtig, das heißt der ETF-Anbieter müsste euch, ähm, ähm, der muss euch informieren. Und äh, dann habt ihr die Zeit, äh, euren ETF zu verkaufen. Und wenn ihr den dann nicht verkauft, dann kommt es zu so einem, einem sogenannten Indexwechsel. Das passiert äh, gelegentlich mal bei, beim einen oder anderen ETF. Arne hat uns das im Interview äh, berichtet, äh, dass die zum Beispiel irgendeinen Referenzindex äh, Russland hatten. Der russische Unternehmen enthalten hat und irgendwie gab es dann äh, durch diese, na, wie hieß es nochmal, das Embargo gegen Russland, das war kein Embargo, so die Handelsrestriktionen, gab es dann irgendwie Probleme und dann haben die einen Indexwechsel durchführen müssen, äh, weil der aktuelle Index nicht mehr abgebildet werden konnte oder sowas in der Richtung. Ja? Also Indexwechsel ist möglich. Wie sieht es jetzt mit der Diversifikation des Emittenten aus, also des ETF-Anbieters, wie zum Beispiel äh, Vanguard, Spider, äh, Luxor, äh, X-Trackers und so weiter? Naja, hier macht es eigentlich keinen Sinn zu diversifizieren. Also ich sehe da jetzt mal keinen Vorteil drin, weil ETFs ja immer Sondervermögen sind. ja, Es sind Investmentfonds, Investmentfonds sind Sondervermögen, die werden also getrennt vom, ähm, vom, vom, äh, vom Kapital des ETF-Anbieters aufgehoben. Ja, also wenn der ETF-Anbieter pleite gehen sollte, genauso wie eure Depotbank übrigens, wenn die pleite gehen sollte, dann ähm, betrifft das nicht. Euer Kapital. Anders ist das natürlich bei diversen Derivaten, ja, wo ihr ein, äh, wo ihr ein ähm, Kontrahentenrisiko habt. Ja, zum Beispiel typischerweise bei CFDs. Ja, wenn, euer, wenn der CFD-Anbieter pleite geht, dann ist eure Kohle weg. Ähm, das hat man übrigens bei Lehman Brothers 2008, 2009 ziemlich gut gesehen in der Finanzkrise. Lehman Brothers war Zertifikate-Emittent, Zertifikate sind Derivate die über so konservative Häuser wie diverse Sparkassen verkauft wurden, wo die Omis ihre Rente angelegt haben. Also es soll jetzt überhaupt nicht sarkastisch wirken oder so, es war echt keine lustige Angelegenheit. Und als Siemens Brothers pleite gegangen sind, war das Geld zunächst einmal weg. Über Sammelklagen und Interessensvereinigungen konnte dann aus der Insolvenzmasse noch ein bisschen was wieder zurückgeholt werden. Aber zunächst einmal, wenn der Emittent weg ist, ist die Kohle erstmal Weg. Und das ist ähm, bei einem ETF-Anbieter komplett anders und bei einer Depotbank auch anders. Das Stichwort hier lautet Sondervermögen. Genau. Ähm, würdest du bei 60.000 Euro Investitionsvolumen für ETFs zäsaurierende oder ausschüttende ETFs wählen? <kühm> 70-30. 70-30 ist vermutlich äh, World äh, Emerging Markets. Das kommt von deinem, ähm, von deinem, Fre von deinem ähm, Freistellungsauftrag an. Also du hast ja nicht Freistellungsauftrag, jetzt vergesse ich den Namen schon, wie heißt das nochmal? Diese 801 Euro Steuern. Steuerfreibetrag, danke dir. Du hast ja 801 Euro äh, Steuerfreibetrag bei der, Kapitalert bei der Kapitalertragssteuer. Das heißt, du darfst 801 Euro pro Jahr als verheiratete Person natürlich doppelt so viel, also 1602 Euro, darfst du jedes Jahr steuerfrei an Zinsen, Dividenden oder anderen Kapitaleinkünften ähm, kassieren. Von daher macht es Sinn, ähm, dass du einen gewissen Teil in ausschüttende ETFs investierst, um diesen Steuerfreibetrag jedes Jahr zu bekommen. Dann würde ich aber darauf achten, dass du eine automatische Wiederanlage bei deinem Depot mit dabei hast, hast du zum Beispiel bei Konsors, bei gewissen ETFs, dann wird das Geld, was auf dein Depot gebucht wird, also beziehungsweise auf dein Ver Verrechnungskonto, die Dividenden, die, die du an Ausschüttungen bekommst, die werden dann automatisch wieder angelegt. Und das heißt, es macht schon Sinn, einen gewissen Teil in ausschüttende ETFs zu investieren, um diesen Steuerfreibetrag jedes Jahr mitzunehmen und den nicht verfallen zu lassen. Das bringt dir natürlich nichts, wenn du schon andere Geldanlagen hast, wo du diesen Steuerfreibetrag genutzt hast. Aber du kannst einen kleinen Teil, also einen gewissen Teil, das musst du mal ausrechnen, musst mal unser Video googeln: ETFs und Steuern. Da haben wir mal so ein Rechenbeispiel gemacht. Und da kannst du mal durchrechnen, und ich würde so von, einem durchschnittlichen, von einer durchschnittlichen Ausschüttungsrendite von, ja, keine Ahnung, zwei oder drei Prozent ausgehen. Und dieser Betrag, also diese jährliche Ausschüttung von 2 bis 3 Prozent, ähm, die sollten dann ungefähr so diese 801 Euro sein. Ja? Also dieses Volumen würde ich dann auf Ausschüttende investieren und den Rest in äh, Tesaurierende. Sparerpauschbetrag, genau, das ist das Wort. Vielen Dank, Chat. Ähm, so. Oh, das ist aber süß. Ähm, möchte für meine Mama ein ETF-Depot erstellen und selbst für sie einzahlen. Muss ich dabei etwas beachten? Vielen Dank im Voraus. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie du das gestalten willst. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Also, wenn wir von sehr viel Geld sprechen, würde ich da auf jeden Fall mal mit einem Steuerberater drüber sprechen. Wenn wir von ein paar hundert Euro im Monat sprechen, dann kannst du das einfach machen. Du machst ein Depot auf äh, für deine Mutter. Ähm, kannst dir direkt auch eine Vollmacht einräumen lassen. Ähm, Vollmacht bedeutet, dass du deine eigenen äh, Login-Daten bekommst. Das ist machen die, die meisten Broker, machen das. also Konsors, direkt, DKB und so weiter. Meiner Erfahrung nach kann man dort überall eine Vollmacht mit eigenem Zugang. Das heißt, du brauchst dann nicht ihre Zugangsdaten benutzen, weil die sollte man ja eigentlich nicht teilen, sondern du bekommst dann deine eigenen und äh, kannst dann quasi ihr Depot managen. Und wenn du Geld einzahlen möchtest auf dieses Konto, dann brauchst du einfach nur überweisen an diese IBAN-Nummer. Und äh, also die iban nummer des Verrechnungskonto und das Depot selbst kann man ja kein Cash einbezahlen, aber das Verrechnungskonto, und dort kannst du dann einfach Geld hinüberweisen. Achtung, Thema Schenkungssteuer und solche Dinge, äh, da bin ich jetzt wirklich nicht genug im Thema drin, aber wenn es größere Beträge sind, solltest du da mit dem Steuerberater drüber sprechen. Ja? Äh, wie gesagt, wenn es ein paar hundert Euro im Monat, ein paar tausend Euro im Jahr sind, dann, dann passt das schon. Ähm, genau, aber auf jeden Fall sehr sweet von dir, dass du ähm, deiner Mutter was Gutes tun möchtest. Kann ein ETF-Anbieter pleite? Das haben wir, glaube ich, schon gemacht, diese Frage. Sorry. Werden Dividenden über ETFs an mich ausgeschüttet weitergegeben? Ja, also bei ausschüttenden ETFs werden sie ausgeschüttet, bei thesaurierenden ETFs werden sie reinvestiert. Ah, kannst du nochmal erklären, wofür das Hedged bei ETFs steht? Spielt mir Arno gerade rein. Ja, gute, äh, gute Frage. Hierzu auch nochmal ein Querverweis auf unser Video. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber Währungen, Währungen und ETFs oder ETF-Währung irgendwas. So Bitte Währungsrisiko, genau Währungsrisiko bei ETFs. Muss ich mal gucken. Währungsrisiko, Finanzfluss. Dann dann findet ihr auch ein Video zu diesem Thema. Und die Fondswährung ist. Ähm, die Fondswährung ähm, spielt im Grunde keine Rolle. Ja, also wenn der jetzt in US-Dollar, in Euro, in Schweizer Franken, äh, britische Pfund und so weiter aufgelegt ist, dieser, dieser, dieser ETF, das spielt keine Rolle. Allerdings hat man, also dadurch habt ihr kein Währungsrisiko. Das Währungsrisiko habt ihr dadurch, dass ihr diverseste Aktien aus diversesten Ländern habt, die in verschiedensten Währungen aufgelegt sind. Ja, zum Beispiel, wenn ihr in Apple, Amazon, Facebook, Microsoft investiert, also vier von den Top 5 Unternehmen im, im MSCI World dann sind die ja in US-Dollar aufgesetzt. Die werden äh, in, in New York gehandelt, in US-Dollar, die verdienen viel Geld in US-Dollar. Das heißt, ihr habt hier ein US-Dollar-Währungsrisiko, wenn man will. Und wenn ihr jetzt in einen hedged ETF investiert, dann versucht er dieses, äh, dieses Währungsrisiko abzusichern. Das kann man über Derivate machen. Ja, das heißt, du kannst zum Beispiel eine, äh, ein Derivat kaufen, was dich was gegen diese Währungsschwankungen absichert. Diese Derivate kosten aber Geld. Und Währungsabsicherung, ähm, also Währungsrisiko heißt auch immer Währungschance, ja. Und was man ja auch berücksichtigen muss, ist, dass auf lange Sicht, ähm, dass sich das auf lange Sicht ausgleicht, weil Apple, Amazon, Facebook äh, und so weiter, die verdienen ja auch alle Geld zum Beispiel in Euro, in unserer hiesigen, in, hierigen, hierigen, so? in unserer Währung, in unserer Euro-Währung, ja? Die verdienen ja auch Geld äh, mit Werbung, verkaufen Produkte in, in Euro, und dementsprechend hängen sie ja genauso an der europäischen äh, Wirtschaft quasi mit dran. Und ähm, von daher ist das so ein bisschen ausgeglichen. Ja? Also wenn die, wenn die in Amerika gehandelt werden, in US-Dollar, dann, ähm, dann heißt das ja nicht, äh, dass ich ein hundertprozentiges US-Dollar-Risiko habe, sondern es ist ja quasi schon ein internationaler Korb an Währungen in diesen einzelnen Unternehmen drin. Ja? Vielleicht war das eine ziemlich lange Antwort für eine, für eine, relativ, für eine relativ kurze Frage. Okay, wow. Wie sieht es denn aus? Sollen wir noch ein paar Fragen machen? Okay. Okay, Deal. Ich gucke mal gerade. <laughs> okay, 450 Likes, krass. Was haltet ihr davon? Ich beantworte euch noch drei Fragen, wenn ihr uns auf 600 Likes hochkriegt. Was haltet ihr davon? Na? 600 Likes, drei Fragen, versprochen. Und dann, dann streamen wir nächste Woche wieder. YouTube liebt sowas, wenn, wir, wenn unser Livestream nachher online geht, geht als Video und wir haben jede Menge Likes. Ähm, damit supportet ihr unseren Kanal. Ähm, ich versuche euch jetzt Argumente zu geben, warum ihr liked, ja. <laughs> liken dürft. Aber ähm, ja, drei Fragen können wir, noch, können wir noch sehr gerne machen. Können wir noch alle Fragen reinposten? Raphael. Neu reinposten? Ich noch alle die und dann ja. ja, postet nochmal genau. Also Arno gibt mir gerade den Hinweis, es, es, es war ziemlich viel Action im Chat. Postet nochmal, also wenn ihr Fragen habt, die unbeantwortet geblieben sind. Ähm, dann postet sie noch mal rein. Ich sehe hier jemand, schade. Meine Frage wurde nicht beantwortet. Es tut mir uns leid. Wir versuchen natürlich immer so viel zu beantworten wie geht. Ähm, postet eure Fragen noch mal in den Chat rein und dann suchen wir noch mal die drei raus, wo wir denken, dass es, äh, dass es eine Wiederholung ist. Oder nicht, dass es eine Wiederholung ist. Sorry, ich bin schon neben der Spur. Ähm, postet die rein, wo wir denken, dass das die meisten Menschen interessiert. So, jetzt gibt's Like. Der <laughs> Daumen. Erstmal mit dem...